Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, diesmal mit der Vollversion zu Outriders. Vor ein paar Wochen kam ja die Demo raus zu dem Spiel, einige von euch haben das bestimmt schon ausprobiert und jetzt können wir durchstarten mit der Vollversion und wenn ihr Bock habt, lasst mich das gerne wissen. Das Video ist gesponsert von Square Enix, danke dafür an der Stelle und wie immer gibt es natürlich auch einen Link zum Abchecken. Ganz oben in der Videobeschreibung, erster Link, gibt es mehr Informationen zu Outriders, wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal vorbei. Das Spiel kommt jetzt am 1.4. raus für alle gängigen Plattformen, natürlich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S und X, PC, Google Stadia und wer einen Game Pass hat auf der Xbox, kann das Spiel direkt zum Release dort spielen. Das Ganze ist ein RPG-Shooter, der sehr starken Fokus auf die Action, auf die Fähigkeiten und natürlich auf den Rollenspielaspekt legt. Das Ganze kann man auch im Koop spielen, aber auch im Solo-Modus. Crossplay gibt es auch. Und was wirklich sehr, sehr cool ist, wer die Demo zum Beispiel gespielt hat, kann seinen Fortschritt in die Vollversion mit reinnehmen. Und ansonsten alles weitere, Freunde, jetzt habt ihr so viele Informationen bekommen, alles weitere werden wir im Video klären. Wie gesagt, checkt es gerne ab. Link in der Videobeschreibung. Ansonsten, let's go! Kapsel 1-4 Florence-Zentrale. Freigabe für Sinkflug zur Oberfläche. Verstanden. Führe Abkopplung durch. Start der Hilfsdüsen. Zentrale, noch 20 Sekunden bis zum Eintritt. Flugdüsenstart. Drehen und bremsen. Primäre Zündung. Jetzt auf 30%. Drehung. Triebwerk voran. Höhe 20.000 Fuß und fallen. Kapsel 1 empfangen. Gestört zur Hochleistungsantenne wechseln. Signalstärke bestätigen. Sehr gut, Kapsel 1. Zur Landung hat es. Triebwerke aus. Kapsel 1 gelandet. Ist fast wie zu Hause. Und genau das macht mir Sorgen. Na, Boss? Alle bereit? Hast du den Truck? Scharfschützen auf 3 und 6, mehrere Verteidigungslinien und eine Operationsbasis, und zwar binnen einer Stunde. Los! Goodman, komm her! Du weißt, was hier auf dem Spiel steht. Die Flores ist zur Hälfte demontiert. Das Triebwerk soll Energie für eine 500.000 Einwohner liefern. Wenn diese Outriders fündig werden, meldest du das gefälligst zuerst mir, klar? Ich soll nur für die Einhaltung der Verfahrensregeln sorgen. Das ist nicht die Erde, She-Ra. Es gibt hier keine Verfahrensregeln. Outriders, ich weiß, was ihr denkt. Wir können nicht zurück nach Hause. Und niemand weiß, was uns da draußen erwartet. Aber die ECA-Sesselfurzer genehmigen die Landung erst, wenn wir die Sonden finden. Dann an die Arbeit! Die Gegend zu Fuß. Muss mir mal die Beine vertreten. Ich gehe vor.
nicht, dass du gleich am ersten Tag gefressen wirst. Entspann dich, Outrider. Die Schuld ist dir ganz. Ja, ohne dich wäre ich nicht hier. Ich läge zu Hause unter der Asche begraben. Okay. Rücken wir aus. Seid wachsam und passt auf. Alles klar, Freunde. Let's go. Riech bloß mal die Luft. Meine Lungen sind gar keine Luft mehr gewöhnt, die nicht nach Diesel und Scheiße duftet. Ich fand die Luft auf der Erde nicht so schlimm. War dran gewöhnt. An die frische Luft wirst du dich auch gewöhnen. Eigentlich hätte doch keiner von uns entkommen sollen. Schuldgefühle, weil du überlebt hast. Geht uns allen so. Es ist nicht nur das. Wäre der Antrieb der Caravelle damals nicht explodiert und hätte die meisten echten Outriders getötet, stünde hier an ihrer Stelle nicht eine Gruppe von Söldnern. Ich habe dich angeheuert, weil du dich von nichts aufhalten kannst. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, ich habe die Demo jetzt selber nicht lange gezockt. Nur mal angezockt auf der Xbox. Hier schlagen wir das Lager auf. Viertelstunde höchstens. Signalisiere dem Hauptquartier, dass die Gegend sicher ist. Das heißt, für mich ist es meist neu. So, markieren wir die Position. Das Lager. Na schön, Leute. Wir haben einen Job zu erledigen. Kasper, Skarstedt, sichert die Umgebung. Ich will Befestigungen innerhalb einer Stunde. Jakob, du überprüfst die Munition. Goodman, starte deinen Scanner, damit wir die verdammten Sonden finden. Outrider, auf ein Wort. Hey. Egal, was hier draußen passiert, ich brauche dafür meine Spitzenkraft, falls was schief geht. Kann ich auf dich zählen? Sag mir schon, was anliegt, Cap. Unsere Waffen wurden seit 100 Jahren nicht abgefeuert. Geh mal rüber zu Jakob und lass deine Ausrüstung prüfen. Sobald wir die Sonden aufspüren, solltest du aufbrechen. Noch Fragen? Keine Nachricht von der Erde? Ist sie echt hinüber? 15 Jahre nach Beginn der Reise wurde es still. Das hatten wir erwartet. Seitdem gab es laut ECA keinerlei Kontakt. Scheiße. Ich bin in einem Slum aufgewachsen. Hab um Reste gekämpft. Und lange vor dem Ende hatte ich schon alle verloren. Vom Weltuntergang hatte ich keine Angst. Hätte eh nie gedacht, dass ich älter als 20 werde. Irgendwie gehöre ich zu denen, die es geschafft haben. Dabei weiß ich nicht mal, was ich hier eigentlich tun soll. Wenn's gut läuft, wirst du all das irgendwann zurücklassen müssen. Das ist ein neuer Anfang. Du könntest hier eine Familie gründen. Eine Hütte bauen. Alt und fett werden. Nichts für mich, Cap. Mit Kugeln kann ich umgehen, mit Kindern nicht. Für so einen wie mich wird's dir keinen Bedarf geben. Vielleicht für dein früheres Ich. Aber du gehörst zu den Auserwählten. Du kannst die Zukunft gestalten. Wirf das nicht weg. Ich such dann mal Jakobs Schießstand. Okay, du musst bereit sein, falls wir von den Sonden hören. Ja, das hatte ich schon alles ein bisschen gezockt auf der Xbox. Ich spiele es jetzt gerade auf dem PC. Anfang hatte ich auf der PS5, das ist aber nicht vor Release freigeschaltet. Also ein bisschen durcheinander gerade für mich ein bisschen. Weiß auch noch nicht genau, wo ich das denn weitermache. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall das Tutorial ist alles. Aber müssen wir mal gucken, wie wir jetzt weitermachen. Ob ihr Bock habt, lasst mich das auf jeden Fall gerne mal wissen.
Aber wenn wir das durchzocken sollten oder weiterzocken sollten, wäre ganz ich gut, kenne diesen wenn Blick. Auf dem Kanal der ganze Anfang dabei ist. Ne? Zeit für ein paar Tests. Willst du zielen üben, Boss? Fangen wir an. So. Cooles Ding. Ja, ein neues Spielzeug. Du darfst es zuerst ausprobieren, Boss. Ja, hab's noch drauf. Outrider, sieh nach, ob unsere ECA-Vertreterin Shira schon Sonden gefunden hat. Okay, ich werde versuchen, so ein bisschen das Tutorial zusammenzuschneiden, damit ihr euch das jetzt nicht nochmal reinziehen müsst, komplett. Aber so die Gespräche würde ich schon ganz gerne mitnehmen, wenn wir das weiterzocken, wie gesagt. Meine Güte, einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hallo. Du bist Shira, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Oh, hätten wir bloß ein Internet, um die zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich zieh dich nur auf, Shira. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder sowas. Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem waren die ersten Messwerte wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Welchen Plan B hat die ECA? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, richtig? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Du meinst, die Floris bleibt so lange da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, wie? Papas Beziehungen. Nein, ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Mieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Schön für dich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Scheiße, das. Tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Komm und häng mit uns ab. Wenn das vorbei ist. So übel sind wir gar nicht. Vielleicht komme ich drauf zurück. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal, ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, was? Okay,
Okay, alles klar. Ja, wie gesagt, Freunde, das ist hier alles so ein bisschen Tutorial. Für die zweite Folge habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit als jetzt hier für die erste. Ich will euch auf jeden Fall direkt einen kleinen Eindruck vermitteln vom Spiel. Erst feuern, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben. Wow, ich sehe sowas wie hyänenartige Viecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Sind wir sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind erstaunlich. Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben Hey, was ist denn jetzt los? Eins von diesen Kuhviechern sonzig direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ist zwar nicht gerade Priorität, aber wenn ich mich dem Ding nähern kann, versuche ich's mal. Hab's verscheucht. Aber ich hab die Sonde. Fantastisch. Da baut sich ein Sturm zusammen. Kerl, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt. Aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte. Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ, Alpha. Euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weiter suchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Das ist klar. Wie findet ihr eigentlich meinen Charakter? Ist sexy, oder? Sexy Typ, Alter, auf jeden Fall. Fast so gut aussehen wie ich, ja. Aber das könnt ihr ja nicht beurteilen, Freunde. Ah, schade, schade, schade. Ja, aber wie gesagt, es wird auf jeden Fall mindestens noch ein weiteres Video geben, wo wir dann ein bisschen weiter eintauchen werden in das Spiel. Macht euch da keine Sorgen. Aber ein bisschen geht noch hier in der ersten Folge, oder? Was meint ihr? Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. Ah ja, klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiß! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Rücke vor. EC
ECA-Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position, wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls wir schnell handeln müssen. Okay, Freunde. Also den Abschnitt habe ich auf jeden Fall nicht gespielt in der Demo. Ich habe, wie gesagt, nur kurz reingeguckt. Was macht Scarstead? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich mit geprobt, Nick. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen mehr Zeit, kann ich euch eine dickere Folge auf jeden Fall raushauen. Das war's jetzt hier erstmal. Naja, Startdrücken gibt's ja gar nicht so wirklich. Lasst gerne Feedback da. Kennt ihr schon den Abschnitt? Habt ihr die Demo gespielt? Wie gesagt, checkt den Link in der Videobeschreibung ab. Ganz oben findet ihr, wie gesagt, dann mehr Informationen dort und könnt das Spiel selbst auch nochmal ein bisschen mehr abchecken. Habt ihr Bock auf das Game? Lasst mich das gerne wissen. Lasst Feedback da, wie gesagt. Und dann hört man sich auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.